Zeugin Rosje Korper-Bliek, Niederlande, Hausfrau, 38 Jahre, 149. Verhandlungstag, 12.04.1965. Dass ich Ihre Aussage auf ein Tonband nehme zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts. Geeft u ons de toestemming dat uw verklaring op magnetofoonband zou worden opgenomen? Met wat voor op een magnetofoonband? Oh jawel, dat mag. Ja. Is dat? Frau Zeugin, Sie waren ebenfalls in Auschwitz. Ja. Würden Sie uns sagen, wann Sie dorthin gekommen sind? Ich weiß dus nicht precies de datum. 17 of 27 Januari 1944. Ich weiß nicht das genaue Datum. Ich glaube am 17. Januar, ja. Oder 17. 27. Januar. Oder 27. Januar. 1944. Von wo aus kamen Sie nach Auschwitz? Ich kam aus Westerberg, aber ich war dus erst in das Konzentrationskamp Vught. Ich kam aus Westerdorp. Westerberg. Westerberg, aber ich war erst in das Konzentrationslager. Aber ich war erst im Konzentrationslager Vught. Wie hieß das? Fürth. Fürth. Ja. Wann sind, und an, sind Sie am 17. oder 27. Januar nach Auschwitz gekommen? Wie groß war Ihr Transport damals? Das weiß ich dus nicht precies. Es soll ungefähr 4.500 Menschen sein gewesen. Das weiß ich nicht genau. Es muss ungefähr 4.500 Leute gewesen sein. Ja. Und wo kamen Sie in Auschwitz hin? Wurden Sie ins Lager aufgenommen? Waar werd u opgenomen in Auschwitz? Voordat ik dus in het kamp zelf kwam, wij zijn op de rampen aangekomen dus. We zijn op de rampen aangekomen. Ja, en waar werden ze hin eingeteilt? Waar werd u toegewezen? Wij zijn eerst dus naar de sauna toegebracht en toen zijn we dus in een, hoe heet zo'n brak, quarantainebrak ondergebracht. Eerst werden we zu der sauna gebracht en nachher zu einer quarantainebaracke gebracht. War das in Birkenau? Das war in Birkenau, ja. Und von der Quarantäne kamen Sie wohin? In Barak 9, das war der, nee, die Quarantäneblock hatten wir gehabt, was ich tun? Even denken. Ich war dus in het Buitenkommando, das war es dus. Ne? Ja, die Zeugen sagen, ich war in dem Außenkommando. In dem Außenkommando. Ja, ja. Und was mussten Sie arbeiten? Ich habe da dus Steine müssen tragen, den hele Tag hin und zurück mit großen Steinen. Die habe ich dus ergens müssen oppacken, in eine Reihe lopen, ergens anders neerleggen, ein Stückchen weiter auf andere Steine oppacken und wieder zurückbringen. Mhm. Ich musste den ganzen Tag Steine schleppen. Ich musste also von einem Ort einen Stein aufnehmen, in eine Reihe weiterbringen und dann an diesem Ort wieder einen neuen Stein nehmen und zurücklaufen. Und hin und wieder den ganzen Tag. Sind Sie dann auch noch in ein anderes Kommando gekommen? Ja, ich war dus in het Kanada-Kommando. Ich war also in dem Kanada-Kommando. Wann sind Sie denn dorthin gekommen? Ja. Ich denke, dass ich 3 Monate im Kampf war, toen ich dus in het Kanada-Kommando kam. Ich glaube, dass ich schon 3 Monate im Lager war, als ich in dieses Kommando kam. Ja. Wo wurden Sie denn in dieser Zeit untergebracht? War logierte u dus tijdens diese Zeit? Logier. ich war dus in het B-Lager, das war dus het Arbeitslager. En ich werkte dus in Auschwitz. Das war dus het enigste Kommando, wat dus buiten Birkenau naar Auschwitz ging, om te werken. Ich war also im B-Lager. In Birkenau. In Birkenau, ja. Aber arbeite im Lager in Auschwitz. Ich gehörte zu dem einzigen Kommando, was also nach Auschwitz ging. Ja, und wo, in welchem Block und in welchem Lager in Birkenau wohnten Sie? Das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr. Die Nummer des Blocks weiß ich nicht Wissen Sie wenigstens noch die Bezeichnung des Lagers, in dem Sie gewohnt haben? Kennt u nog de naam van het kamp waar u was? Het B-lager. Dat was dus, B-lager. Je had dus een A-lager, dat waren dus de mensen die aankwamen. Ik was in het B-lager. B1B. Könnten Sie uns an der Karte vielleicht einmal zeigen, wo Sie da gewohnt haben? Sie sehen links unten den Eingang zu diesem Lager.
dieses braune Gebäude, von dem sich dann diese gelben Linien nach oben ziehen, das sind die Gleisanschlüsse. Und das ist links, das ist die Rampe, auf der Sie ausgeladen worden sind. Können Sie das erkennen? Und wo sind Sie dann untergebracht gewesen? Ja, ich war dus in dit lager untergebracht. Dit is het B-lager dus. Dit was het A-lager, dit was het B-lager. En in een van deze barakken was ik dus untergebracht. Maar in welke? Wordt heel moeilijk. Ich war so in diesem B-Lager untergebracht, in einer dieser Baracken, aber genau kann ich nicht sagen, in welcher. Es war speziell, also der Barack, wo die Menschen, die in dem Kanada-Kommando arbeiteten, untergebracht waren. Es war genau gesagt die Baracke, wo die Leute, die in dem Kanada-Kommando arbeiteten, untergebracht waren. Ja. Und wo war denn das Kommando Kanada, wo arbeitete das denn? In Auschwitz. In Auschwitz? Ja, ja. Und wo war denn das in Auschwitz? Würden Sie uns das an der anderen Karte einmal zeigen? Wij kwamen dus niet hier het kamp in. Wij kwamen hier het kamp in. En dan waren hier ongeveer, precies weet ik dus ook weer niet. Hier waren ongeveer het Canada-commando. Dat werkte hier. Dat had dus zoveel barakken, waar dus kleding gesorteerd werd van de mensen die daar aangekomen zijn. We gingen also niet door deze ingang, sondern door deze. En hier moet het ongeveer geweest zijn, waar we gearbeitet hebben en kleider sortiert hebben. Goed, dan nemen Sie bitte wieder Platz. Ich glaube, dass die Zeugin diese Fragen nicht so beantwortet hat, wie ihr das unter Umständen möglich ist, wenn sie auf die Situation in dieser Karte hingewiesen wird. Ich glaube nicht, dass sie den Platz bezeichnet hat, wo sie im Kanada-Kommando gearbeitet hat. Vielleicht kann man ihr auf dieser Karte erklären, wo der Eingang Arbeit macht frei war, ob sie diesen Eingang kennt. Ja. Wir sind dus nicht durch diesen Eingang gegangen, um zu arbeiten. Wir kamen also nicht durch diesen Eingang zum Arbeiten. Sondern durch welchen denn? Kennen Sie den Eingang Arbeit macht frei? Ja, ich kenne ihn, omdat ich da dus 10 Jahre geleden gewesen bin. Aber nicht von, dass ich da gewesen bin in Auschwitz, auf dem Moment, dass ich gefangen satt. Ich kenne also den Eingang nur, weil ich vor 10 Jahren dort war, aber nicht aus meiner Haftzeit. Ja, wo sind Sie denn überhaupt ins Lager gekommen, wenn Sie nicht durch diesen Eingang hineingekommen sind? Vermutlich war es dus ein anderer Eingang, wo wir dus ons Arbeitskamp hatten. Ja, ich vermute, dass es noch einen anderen Eingang gab, wo wir durchkamen, als wir zur Arbeit gingen. Wir gingen dus langs het Union-Fabrieken. Das war die Munitiefabrik, und da liepen wir dus langs. Mhm. Und so sind wir in het Arbeitskamp gekommen. Wir kamen an der Union-Fabriken vorbei, an der Munitionfabrik, und wir gingen also vorbei und kamen zu unserem Arbeitsplatz. Herr Vorsitzender, darf ich in dem Zusammenhang fragen, wie lange die Zeugin laufen musste von dem Lager B bis zu dem Arbeitsplatz? 20 Minuten ungefähr. Ungefähr 20 Minuten. Ja. Ja, nun, Frau Zeugin, kannten oder haben Sie in dieser Zeit auch den Dr. Lukas kennengelernt? Nicht in dieser Zeit. Nicht in dieser Zeit. In welcher Zeit denn? Dit Kommando ist dus overgeplaatst, een gegeven Augenblick, von Auschwitz nach Birkenau. Dieses Kommando wurde also geändert von Auschwitz nach Birkenau. Und wo waren Sie denn in Birkenau dann tätig? En waar werkt u dan in Birkenau? In Birkenau hebben wij bij het Canada-Kommando gewoond en gewerkt. In Birkenau haben wir bei dem Kanada-Kommando gewohnt und gearbeitet. Ja, und wollen Sie uns mal bitte auf der Karte zeigen, wo in Birkenau dieses Kommando Kanada war, wo Sie gewohnt und gearbeitet haben? Mag ich even iets vragen? Die Zeugin möchte eine Frage stellen. Bitte schön. Ist es dus, toen ich 10 Jahre geleden dus in Birkenau war, war das hele Lager dus verdwenen? Als ich vor 10 Jahren in Birkenau war, war das ganze Lager verschwunden. Dus als dit dus op de kaart staat, zou ik het kunnen aanwijzen, maar in Birkenau zelf is het nu niet meer. Ja, ich könnte es also auf der Karte anzeigen, aber ich könnte es nicht
also am Ort selber in Birkenau zeigen? Nein, Sie sollen es uns ja nur hier auf der Karte zeigen. Hier oben, da haben Sie gearbeitet. Ja, ja. Und auch drin gewohnt. Auch gewohnt. Wie, können Sie uns die Baracke sagen, wo Sie da sich aufgehalten haben? Vermutlich war es dus, deze twee waren dus de Baracke, waar de vrouwen ondergebracht waren, die dus in deze Baracke moesten werken. Die ersten zwei Baracken waren die Baracken, wo die Frauen, die in den übrigen Baracken arbeiten, untergebracht waren. De andere baracken, deze twee, vermutlich, ik weet het niet precies, waren dus de baracken waar de mannen werkten, sliepen. Die andere zwei Baracken rechts waren vermutlich die Baracken der Männer, wo sie schliefen. Konnten Sie von dieser Stelle aus die Krematorien sehen? Ja. 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 Und wissen Sie, wie viele Krematorien damals im Gange waren? Was ich dus habe können sehen, waren, glaube ich, vier. Sie glauben vier. Und sagen Sie, lagen die, wie das da oben gezeichnet ist, links und rechts von Kanada entfernt? Nee, die lagen rechts. Nee, geef ich das. An der linken Kant von Kanada-Kommando. Die lagen also auf der linken Seite vom Kanada-Kommando. Da waren die Krematorien. Alle vier? Nee, das was, dit was dus de sauna, als het erop staat dus, was dit de sauna, waar gebadet werd. Ja. Weet ik niet of deze hiernaast, en dan was dit crematorium, dit crematorium, dit crematorium en dit crematorium. Dies war also die Sauna, wo gebadet wurden, und dann war 1, 2, 3, die Krematorien hat sie angezeigt. Ja, Sie haben uns eben drei Krematorien gezeigt, Sie sprachen aber von vier. Ja, das weiß ich nicht precies. Die Krematoriums lagen dus an dieser Kant von dem Kamp. Die Krematorien lagen auf dieser Seite vom Lager. Gut. Und dann nehmen Sie mal bitte wieder Platz. Und in dieser Zeit, sagen Sie, haben Sie den Dr. Lukas kennengelernt? Ja. Und zwar auf welche Art und Weise und wie sind Sie dazu gekommen, dass Sie wussten, dass dieser Mann Dr. Lukas hieß? Wie hast du ihn lernen kennen und wie wisst du, dass er Dr. Lukas war? Sie haben uns dus, toen de selecties dus daar gehouden werden bij de sauna, toen werd dus gezegd, Lukas die is bezig met selecties. Also die Selektionen an der Sauna stattfanden, wurde uns gesagt, Lukas ist dabei zu selektieren. Ja, was war denn das für eine Selektion an der Sauna? Was war das für eine Selektion an der Sauna? Das Selektieren für die Menschen, für die Gaskammern. Ja, das war eine Selektion für die Gaskammern. Ja, und wer wurde denn da ausgewählt? Welche Menschen wurden denn dorthin geführt? Wie werd er uitgekozen en wie werd er naartoe gebracht? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen dus. Daar kwamen bij ons dus dagelijks mensen aan, ook uit het kamp. Die kwamen zich dus baden bij ons. Maar daar kwamen ook dus transporten die dus op de rampen geselecteerd waren. En die kwamen dus naar ons toe, want bij ons gingen ze dus naar de gaskamer en naar het crematorium toe. Ja, es ist schwierig zu sagen. Es kamen also täglich Leute aus dem Lager, die zur Sauna gingen, zum Baden, aber auch Leute, die gleich von der Rampe kamen. Und die gingen zum Baden in die Sauna und wurden an der Sauna selektiert? Werden sie an der Sauna geselektiert? Nee, sie waren dus vor die Zeit al geselektiert bei der Rampe, aber bei der Sauna selbst. Was dus de selectie als de mensen dus daar aankwamen, de mensen die dus in het arbeidskamp werkten. Also die Leute, ein Teil wurde auf der Rampe selektiert, aber die anderen, die zur Sauna kamen, wurden an der Sauna selektiert. Ja, die Leute kamen also von der Rampe an die Sauna und wurden an der Sauna selektiert. Ist das richtig? Die Leute, die aus dem Arbeitslager kamen zur Sauna, die wurden da selektiert. Ja, sagten Sie nicht vorhin, ein Teil kam aus dem Lager und ein Teil kam von der Rampe dorthin?
Nee, het is dus zo, de mensen die dus van de rampen afkwamen, die gingen dus langs ons heen om naar de gaskamer toe te gaan. Die waren reeds geselecteerd. Ach zo, die Leute, die van de rampen kamen, kamen aan ons voorbij om zur gaskamer te gaan en waren also schon selectiert worden. Die kamen da vorbei om zur gaskamer te gaan. Und welche Leute kamen denn von dem Lager zur Sauna, um dort selektiert zu werden? Könnt ihr welche Menschen kamen dann aus dem Kamp, um da zu werden geselektiert? Das waren gewoon dus Arbeitskommandos, die da dus ein gegeben Augenblick ein Bad kregen und da dus geselektiert werden. Das waren also einfache Arbeitskommandos und die gingen zur Sauna hin, um zu baden und wurden dann selektiert. Und haben Sie eine solche Selektion einmal mit eigenen Augen gesehen? Habt ihr so eine Selektion mit eigenen Augen gesehen? Ja, die habe ich gesehen. Ja, das habe ich gesehen. Das haben Sie gesehen. Und waren Sie selbst einmal einer solchen Selektion unterworfen? Bent du dus onderworpen geweest aan een selectie zelf? Alleen dus bij aankomst in Birkenau-Auschwitz. Nur bij de aankomst in Birkenau. Wer had ze denn damals selectiert bij de aankomst in Birkenau? Wie heeft u toen bij de aankomst geselecteerd? Dat kan ik u niet zeggen, hij heeft zich niet voorgesteld aan mij. Dat kan ik niet zeggen, de Herr had zich niet voorgesteld bij mij. Ja, dat kon ik mir ook fast denken. Nun, weiter. Sie sagten, bei dieser Selektion an der Sauna, da hätte Dr. Lukas selektiert. Haben Sie ihn gesehen? Hast du Dr. Lukas gesehen, als er bei der Sauna selektiert hat? Ja, das habe ich. Sie haben ihn gesehen. Und wieso haben Sie seinen Namen erfahren? Wie hast du seinen Namen gebeten? Dat heeft de meneer dus net al gevraagd. Het was dus bij ons bekend dat dokter Lucas daar verschillende malen kwam om te selecteren. Mm-hmm. Het was onder de mensen zelf, de gevangenen zelf wisten dat dus. Dat hebben ze schon gevraagd, Herr Vorsitzende. Die Häftlingen wussten also, dass dokter Lucas dort die Selektion ausführte. Aha. Und wie haben Sie denn dokter Lucas einmal oder mehrere Male bei derartigen Selektion gesehen? Heeft u dokter Lucas één of meerdere keren bij zulke selectie? Meerdere malen. Meerdere malen. En wann war denn das, wie Sie den dokter Lucas meerdere malen gesehen haben? Wanneer was het toen u dokter Lucas herhaalde heeft gezien? Dat zou ik niet precies weten. Ik ben daar dus geweest van april tot de grote dodenmars, de evacuatie dus. Dat kan ik also niet genau wissen. Ik war daar van april bis zum großen Todesmarsch, bis zur Evakuation. Ja, und wann war der Dr. Lucas da zur Selektion? Wann war Dr. Lucas da zur Selektion? Das soll ich dus nicht auf den Tag können sagen, aber er ist da dus verschiedene Keren gewesen. Ja, auf dem Tage genau kann ich es nicht sagen, aber da, er war da verschiedene Male. Ja, war das im Sommer oder im Herbst oder im Winter Sommer, oder im Frühjahr? Na, das soll ich absolut nicht dürfen sagen, wann das war. Das traue ich mir gar nicht zu sagen. Ich kann es für uns altijd Winter in Polen. Für uns war es in Polen immer Winter. Und wie sah denn der Dr. Lucas aus, den Sie damals gesehen haben? Wie sah Dr. Lucas aus? Tamelijk groot en breed. Ziemlich groß und breit. Dick Gesicht. Ein dickes Gesicht. Ein beetje, ja. Strakke kin. Ja, en ziemlich gespannen. En donkere ogen met heel donker haar. Hij had zeer donkere ogen en donkles haar. Ja, nee, die ogen. Aan die augenbrauen. Dunkle augenbrauen. En dunkle ogen. En wat had hij voor een haar gehad? Wat had hij voor een kopfhaar? Ik geloof niet dat ik haar gezien heb. Hij heeft een pet gedragen. Ja, der trug eine Mütze und habe also seine Haare nicht sehen können. Hat er auch eine Brille getragen? Trug hij een bril? Nee, geloof het niet. Tenminste, dat staat mij dus niet bij. Nee. Het steht nicht in meiner Erinnerung. Ich glaube nicht. Und was hat denn der Dr. Lucas dort gemacht, wie Sie ihn gesehen haben? Wat deed Dr. Lucas toen u ihn zag? De mensen moesten dus voor de sauna, moesten zij zich dus uitkleden.
vor der Sauna mussten die Leute sich also ausziehen. En Dr. Lucas die heeft dus alleen rondgelopen en heeft dus de mensen bekeken en heeft dus alleen met zijn hand zo en zo gemaakt. En die goed waren gingen aan de ene kant staan en die niet dus goed waren gingen aan de andere kant staan. Dr. Lucas lief also rum und guckte sich die Leute an und machte nur ein Zeichen mit der Hand, also in einer Seite oder zur anderen, wo sie hingehen sollten. Ja, und was hatte dieses Zeichen für eine Folge? Was geschah dann? Was hat die Teken für Gefolg? Was gebeurde danach? Das ist eine vreemde Frage. Die Menschen, die dus gut waren, die gingen dus de sauna in. Und die Menschen, die nicht gut waren, mussten sich dus ankleiden und gingen rechts auf den Weg af. Das ist also eine fremde Frage. Die Leute, die gut waren, gingen also zur Sauna und die anderen mussten sich wieder anziehen und gingen also rechts auf den Wege. Wurden die nicht irgendwie in einer Liste abgehakt oder irgendwo aufgeschrieben oder das? Werden sie nicht auf eine Liste angekreuzt oder vielleicht irgendwas abgeschrieben? Das soll ich absolut nicht wissen. Da standen wir dus zu ver vorab. Das Kommando war dus abgeschieden von der Sauna und da standen wir zu ver vorab, um das zu können sehen. Das könnte ich wirklich nicht sagen. Unser Kommando stand zu weit von der Sauna und das war zu weit weg, um es genau zu sehen. Aber den Dr. Lucas haben Sie genau gesehen? Nicht altijd, aber wir wussten es. Nicht immer, aber wir wussten, dass er da war. Und die Leute, die dann ausgesucht waren, mussten sofort in die Gaskammern gehen? Die Menschen, die dus werden geselektiert, mussten die dann direkt nach der Gaskammer? Nee, sie liepen dus einen Weg af. Sie mussten also einen Weg runterlaufen. Ja, kamen sie wieder in das Lager zurück oder kamen sie woanders hin? Gingen sie wieder nach dem Kamp oder gingen sie ergens nach Da war dus kein Kamp mehr. Dort gab es kein Lager mehr. Ja, irgendwo müssen sie ja hingegangen sein, entweder ins Krematorium oder ins Lager. Oder sind sie vielleicht abtransportiert worden, dass sie in ein anderes Lager gekommen sind? Ergens mussten sie wieder nach Tuchern. Gingen sie nach dem Krematorium oder gingen sie nach einem Kamp of werden ze ergens Sie gingen dus de weg op naar het crematorium. Liefen also auf dem Weg zum Krematorium. Und wissen Sie auch, dass die Leute dann vergast worden sind oder sind die in ein anderes Lager gekommen? Wisst du, dass diese Menschen vergast werden of gingen sie nach einem anderen Kamp toe? Nee, ze werden vergast, want een half uur later lagen de lijken dus buiten. Dann werden sie auf Wagens geladen und dann gingen sie den Hoek um nach dem Krematorium. Sie wurden also vergast, weil eine halbe Stunde später lagen die Leichen vor der Tür und wurden also auf Karren geladen und zu dem Krematorium gebracht. Wo wurden sie denn vergast? Wo werden sie vergast? Das weiß ich nicht, da bin ich nicht bei gewesen. Das weiß ich nicht, ich war nie dabei. Und wo lagen sie denn dann vor der Tür? Waar lagen ze dan voor de deur? Dat waren dus volgens ons begrippen waren dit dus de crematoriums. Nach unserem Begriff waren das die Krematorien. Wo sie vor der Tür lagen? Ja. Wij wisten dus geen verschil tussen gaskamer en crematorium. Wir kannten keinen Unterschied zwischen Krematorien und Gaskammer. Ja, aber sie sagten doch, und dann wurden sie in die Krematorien befördert. Also müssen sie doch nicht im Krematorium vergast worden sein. Danach werden sie getransportiert, auf die Karre werden sie nach dem Krematorium gebracht. Ja, aber für uns war das dus ein großes Gebäudekomplex, wo sie dus naartoe abgeführt werden. Ja, aber für uns war das ein großes Gebäudekomplex, wo die hingebracht wurden. Haben Sie die Leichen selbst liegen sehen vor den Krematorien? Heeft u de lijken zelf gezien toen ze lagen? Ja. En van wo aus hebben ze dat gezien? Van ihrer baracke, wo ze arbeiteten? Van de barak waar wij werkten, ja. Van de barak. Daar was dus prikkeldraad tussen en ons werk bestond dus hier in de barakken. En hier aan deze kant dus van onze barakken waar wij werkten was dus het crematorium. Also gab es Stacheldraht zwischen unserer Baracke und den Krematorien und ich war in der Baracke, wo wir arbeiteten. Ja. Und welche Entfernung war es etwa zwischen Ihrer Baracke und dem Krematorium? Könnt ihr ungefähr den Abstand zwischen der Baracke und dem Krematorium sehen?
Nou, dat is niet te schatten. Ik heb geen idee hoe ver dat was. Nee, durf ik zo niet te zeggen. Das ist nicht zu schätzen. Ich traue mir nicht zu sagen. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß nicht. Nun war es so weit, wie hier der Saal lang ist, oder war es länger? Nein, korter. Kürzer? Ja. Die Entfernung zwischen Ihrer Baracke und dem Krematorium? Das muss ich wel even umsetzen. Das lag dus, die Baracke liep hier, da war dus das Prikkeldraad tussen. Und dann hatte ich den Weg dazwischen, die da das Krematorium liep. Und die Baracke lagen dus, die Krematoriums lagen dus, der Abstand von hier, die Saal, ungefähr von uns vandaan, so, hè, nicht te ver. Ja, erst kam also die Baracke, wo sie arbeitete, und dann kam der Stacheldraht und gleich. Nachher kam der Weg, der zu den Krematorien führte. Ja, und die Krematorien selbst? Sie sagt noch, es war ungefähr der Abstand hier vom Saal, die Länge vom Saal. Bedeutet diese Länge? Nee, das war so, aber nicht der hele Saal. Dus, hä? Aber nicht der ganze Saal lang. Also die Hälfte oder so, it's so ungefähr die Hälfte dieses Saales. Können wir das gerne, ja. Ja, ich habe keine Fragen mehr. Bitte. Frau Korber, Blick, sind denn außer diesem Dr. Lukas noch andere SS-Leute bei dieser Selektion anwesend gewesen? Ja, aber ich kann sie dus nicht alle mal vernamen. Ich kann wel ein paar Namen, aber dus nicht alle Namen. Ja, ich kenne wohl einige Namen, aber nicht alle Namen. Welche Namen sind Ihnen noch in Erinnerung? Bukarti. Wie heißt und Wunsch. Wie hieß das erste? Bukarty. Das waren die bei uns in Kam. Ja, wie hieß der erste Name? Ich habe nicht verstanden. Bukarty. Bukarty, B-U-G-A. Ich weiß nicht, wie ihr das schreibt. Bukarty. Und wie hieß der andere? Wunsch. Wunsch. Ja. Kunst? Wunsch. Wunsch. Ja. Wie viel insgesamt, wie viele SS-Leute insgesamt waren bei einer solchen Selektion dabei? Ungefähr. Wie viele SS-Menschen waren anwesend bei solchen Selektionen? Bei dieser Sorte, die für die Sauna sind gedaan, zwei oder drei, soms. Zwei oder drei vielleicht. Und zwei oder drei. Ja. Und wie viele Leute wurden da im Durchschnitt ausselektiert und dann auf diesen Weg geschickt, den Sie beschrieben haben? Hoe veel mensen werden zo geselecteerd en op die weg gestuurd die u beschreven heeft? Dat was dus verschillend. De ene keer waren er dus een arbeidscommando van 100 mensen. De andere keer was het een arbeidscommando van 500 mensen. Ja, dat was also verschieden. Mal gab es een arbeidscommando van 100 Leute, mal van 500 Leute. En wie viel wurden bij dem arbeidscommando van 100 Leuten ausselektiert und bei dem anderen von 500 Leuten? Wie viele Menschen werden auf das Arbeitskommando von 100 Menschen geselektiert? Das war dus precies so, als es vorkam. Als diese Menschen dus te mager waren oder zweren hatten oder so, dann werden sie da dus uitgehaald und werden meteen an der Kant gesetzt. Und es kon dus wel eens gebeuren, dass ein heel Kommando gleichzeitig wegging, die dus helemaal meteen vergast werden. Aber es gebeurde auch dus, dass er 20, 30 uitgehaald werden. Hè? Ja, es ist also verschieden. Es konnte passieren, dass ein ganzes Kommando vergast worden, so, also ausselektiert worden, wenn Leute zu mager oder verletzt waren. Oder, aber manchmal konnten auch 20, 30 übrig bleiben. Ja. Und sind diese Ausselektierten dann von jemandem begleitet worden, von SS-Leuten begleitet worden? Ging jemand mit diesen Menschen mit? Ja, ja. SS-Menschen? Ja, ja. Ja. Und wie viel SS-Begleitung war das? Wie viele Leute waren dabei, SS-Leute? Wie viele SS-Männer? Das ist auch nicht zu sagen, wie viele. Da waren sie manchmal mit Hunden und Stocken bei ihnen. Sie waren manchmal mit 10 und sie waren manchmal mit 4. Ja, das ist auch schwierig zu sagen. Ja. Manchmal waren sie zu 10 mit Hunden und mit Stöcken, aber manchmal waren sie auch nur zu 4. Ja. Dann noch eine Frage zu Ihrer Ankunft. Sind Sie schon auf der neuen Rampe angekommen, auf dieser großen neuen Rampe, die Ihnen vorhin gezeigt worden ist, und sind dort ausgeladen worden? Ich frage, wo früh ankommst. Bist du jetzt angekommen auf der neuen Rampe? Nein, ich bin dus in das Kamp Birkenau angekommen. Nein, ich bin im Lager Birkenau angekommen. Ja, ich meine, im Lager Birkenau
Und zwar auf dieser neuen Rampe. Ja, diese dritte Bank. Ja, auf der. Ist der Zug dort auf die Gleise gefahren? Gefahren, ja. Im Januar 1944. Ja, der Zug ist so unter das Tor durchgefahren. Sie glauben es? Ja, ich weiß das nicht sicher mehr. Ich weiß es nicht sicher. Sind Sie dann erst in eine Quarantäne gekommen? Ja. Wo war diese wo war diese Quarantäne? Barack 9, in das A-Lager. Im A-Lager? Ja. Barack 9. Ich hätte noch eine Frage. Wann haben Sie sich zu dieser Aussage heute gemeldet? Wann ich du bereit verklagt, hier eine Verklärung aufzulegen? Das war dus bei der Pressekonferenz von Herrn de la Penna in Amsterdam. Ja, während der Pressekonferenz von Herrn de la Penna in Amsterdam. Haben Sie früher schon einmal irgendwo eine Aussage gemacht über Ihre Erlebnisse in Auschwitz? Habt ihr früher irgendwas ein Geteugnis abgelegt über was ihr in Auschwitz erlebt habt? Ich habe kein Geteugnis abgelegt, aber ich habe dus wel mein hele Beschreibung abgegeben an die Nederlandse Oorlogsdokumentatie. Ich habe also kein Zeugnis abgelegt, aber ich habe so meine Erlebnisse niedergeschrieben für die niederländische Dokumentationsstelle über den Krieg. Ja, und haben Sie in dieser Niederschrift auch schon den Dr. Lukas erwähnt? Habt ihr in der Schrift über Dr. Lukas gesprochen? Das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht. Das ist 20 Jahre geleden. Das ist schon 20 Jahre her. Haben Sie eine Abschrift dieser Dokumentation da? Heeft u misschien een kopie van? Nee, die heb ik niet. Ik heb hem wel gekregen, maar ik ben hem kwijt op een of andere manier. Ja, ich habe zwar eine Abschrift bekommen, aber ich habe sie verloren. Haben Sie verloren. Herr Staatsanwalt, haben Sie noch eine Frage? Ja, bitte schön hier. Ja, Frau Zeugin, welche Häftlingsnummer hatten Sie eigentlich? Welke Nummer hat u? 74.906. 74.906. 306? 900. Entschuldigung, 906, danke. 906, ja. Noch eine Frage? Danke. Herr Richtmal Ormond. Herr Richtmal Rabe. Frau Zeugin, habe ich Sie richtig verstanden, dass zwei Gruppen von Häftlingen bei der Sauna selektiert wurden? Einmal Gruppen von Menschen, die unmittelbar von der Rampe nach dem Transport ankamen, und zum anderen Menschen, die als Arbeitskommando aus dem Lager zunächst dorthin geführt wurden. Habt ihr die Frage begriffen, Absage? Nein, ich besetze ihn noch mal eben. Habe ich gut begriffen, dass er zwei verschiedene Gruppen Menschen kamen, nämlich ein von dem Arbeitskamp, von dem Werkkamp, und eine andere Gruppe, die dadelijk von der Ramp bei der Ankunft kam. Ja, aber die werden dus nicht mehr bei uns geselektiert, die sind meteen bei uns vorbeigegangen. Ja, aber die wurden nicht mehr bei uns selektiert, die kamen vorbei, die waren schon selektiert worden. Wer? Ich sprach doch eben von zwei Gruppen. Wer wurde nicht mehr selektiert an der Sauna? Die Zeugin hat das schon beantwortet, Herr Zimmertrabe. Sie hat gesagt, diejenigen, die von der Rampe kamen, wurden nur vorbeigeführt. Und diejenigen, die aus dem Lager kamen, die wurden dort gebadet und bei diesem Bad selektiert. Ja, da hatte ich nämlich das Gefühl, dass ich vorhin da ein Missverständnis eingeschlichen hatte. Ich hatte ja extra nochmal zurückgefragt, ja. Deshalb. Eine weitere Frage. Frau Zeugin, haben Sie gehört, dass in den Krematorien in der Regel, und zwar in den neuen Krematorien in Birkenau, die Leichen unmittelbar, nachdem sie aus dem Vergasungsraum kamen, automatisch mit Wagen zu den Verbrennungsöfen gebracht wurden und nicht ins Freie gelegt wurden? Frau Hilft, habt ihr gehört, dass in den neuen Krematorien die Leiche, die dus aus der Gaskammer kamen, direkt auf Wagen werden gesetzt und so nach dem Krematorium werden gebracht und dus nicht weiter lagen? Nou, das weiß ich dus helemaal nicht. Ich bedoel, ich spreche dus, was ich dus selbst gesehen habe und nicht, was ich dus gehört habe. Ja, das weiß ich nicht. Ich spreche nicht von dem, was ich gehört habe, sondern was ich selber gesehen habe. Dann eine weitere Frage. Haben Sie damals gesehen oder gehört, dass die Leichen, die Sie im Freien haben liegen sehen, dass die später in offenen Gräben verbrannt wurden, in der Nähe von Birkenau? Habt ihr gesehen oder gehört, dass die Leiche, die des Bötes auch liegen, in open Grave werden verbrannt?
in de buurt van Birkenau. Ja, er waren dus open kuilen voorbij het crematorium. Toen was het dus met de Hongaarse transporten, toen was het wel zo ontzaglijk veel mensen die daar kwamen. En die werden dus in de open kuilen verbrand. Maar dat hebben wij dus niet zelf gezien. Ja, es war damals mit den ungarischen Transporten und da gab es so entsetzlich viele Leute, wurden sie in die offenen Gräber gebracht und verbrannt. Ja, aber ich habe es nicht gesehen. Aber ich habe es nicht gesehen. Aha, danke. Ich kann verzichten. Frau Zeugin, haben Sie diesen Herrn de la Pena, der die Pressekonferenz abgehalten hat in Amsterdam, schon in Auschwitz bzw. in Birkenau gekannt? Heeft u meneer de la Pena die op deze persconferentie heeft gezien, ook in Auschwitz leren kennen? Nee. Nein. Und wie sind Sie zu dieser Pressekonferenz eingeladen worden oder wie haben Sie von dieser Pressekonferenz erfahren? Hoe bent u te weten gekomen dat deze persconferentie werd gehouden? Werd u uitgenodigd? Nee, ich bin zelf medewerkster bei het Nederlands Auschwitz-Komitee. Nein, ich bin selber Mitarbeiterin beim Niederländischen Auschwitz-Komitee. Und diese heeft dus deze persconferentie belegd, het Nederlands Auschwitz-Komitee. Und dieses Niederländische Auschwitz-Komitee hat diese Pressekonferenz organisiert. Haben Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit beim Niederländischen Auschwitz-Komitee den Zeugen de la Pena nach dem Kriege kennengelernt? Heeft u dus in het kader van uw medewerkerschap bij het Auschwitz-comité deze getuige de la Pena na de oorlog leren kennen? Nee. Nein. Sie haben hem zum ersten Mal bei dieser Pressekonferenz gesehen. U heeft hem dus voor het eerst op deze persconferentie gezien. Ja. Dankeschön. Reisner, gerne. Frau Zeugin, als Sie in Auschwitz ankamen, sind Sie da in die Sauna, die Sie uns auf der Karte gezeigt haben, zu Fuß verbracht worden oder mit einem LKW? Toen u in Auschwitz aankwam, bent u naar de sauna te voet geweest of met een vrachtauto? Nee, ik ben dus niet in deze sauna geweest. Ik ben dus in de sauna geweest in het kamp Birkenau. Ik was also niet in deze sauna, sondern in de sauna im Lager Birkenau. Nee, er waren meer sauna's. Ja, es gab mehrere sauna's. Kann die Zeugin mal die Sauna zeigen, in der sie... Könnt ihr mich hier tonen, was ist? Vermutlich dieses oder dieses. Das kann nee, de ingang dus van het kamp, toen zijn we dus hier het A-lager. Nee, de ingang van het A-lager was dus hier. Even denken. Hier ingelopen. Dus hier ingelopen. Nee, dan moet het deze zijn geweest. Deze. Dat weet ik niet precies. Maar het is dus hier omheen en dan daarin. Ja, also die zeigen ze. Het is die andere barakke, die oben dus linkere. We zijn eerst hier doorgelopen. We zijn hier doorgelopen. Toen hier het kamp in. Dort in den Lager rein. En hier ungefähr moet dan de sauna zijn geweest, dit gedeelte hier. Und dies muss ungefähr die Sauna gewesen sein. Ja. Sind Sie da von einem SS-Mann begleitet worden? Einfach typische Leitungen SS-Mann? Ja, durch verschillende. Durch verschiedene sogar. Wissen Sie, Sie können ruhig, können wir den Platz nehmen, Frau Zeugin. Wissen Sie, ob die Sauna, die Sie uns vorhin angezeigt haben, also oberhalb des Kanada-Kommandos, beziehungsweise diese Gebäude, diese Kanada-Gebäude, ob diese Sauna damals schon stand, als Sie nach Auschwitz kamen, beziehungsweise nach Birkenau? Ich spreche der Frage, die kann die Zeugin nicht beantworten. Warum sie, denn nicht? Wenn sie gar nicht, sie ist ja erst dorthin gekommen nachdem die, und hat dann die Sauna gesehen. Sie hat, konnte ja die Sauna nicht sehen, als sie ins A-Lager reinmarschiert. Ja, dann frage ich so, haben Sie einige Tage nach Ihrer Ankunft in Birkenau Feststellung darüber treffen können, ob die Sauna, die Sie uns eben vorhin angezeigt haben, auch schon vorhanden war? Heeft u dus een paar dagen na uw aankomst in Birkenau kunnen vaststellen dat die sauna die u eerst heeft getoond er al stond? Also die sauna, om mijn vraag nog te ergänzen, van der die Zeugin vinden deze selectionsvoorgang bericht had. Nee, dat was helemaal apart.
Dat Canada-commando lag dus buiten het werkkamp Birkenau. Het lag dus helemaal apart. Want ik vertelde u al, toen ik dus 12 jaar geleden daar geweest ben, dat dat hele kamp er niet meer is. Also das Arbeitskommando Kanada lag also ganz getrennt vom Arbeitslager Birkenau. Und vor 12 Jahren, als ich da war, stand das ganze Lager nicht mehr da. Die Zeugin hat meine Frage, glaube ich, nicht ganz verstanden. Die Zeugin, ich will Sie nochmal so fragen. Als Sie nach Auschwitz kamen, hat sie kurz nach ihrer Ankunft Feststellung darüber treffen können, ob die Sauna hinter dem Kanada-Kommando schon existierte? Ja, das ein paar Tage nach ihrer Ankunft in Auschwitz. Ich würde dann können feststellen, dass diese Sauna das achter das Arbeitskommando Kanada bestand. Nee, das haben wir doch nicht können sehen. Wir wussten doch helemaal nicht, wo die Lager lagen. Nein, das konnten wir doch nicht sehen. Wir wussten gar nicht, wo die Lager lagen. Die Zeugin hat uns doch vorhin von Vorgängen, von Selektionsvorgängen berichtet bei dieser Sauna. Ab April 1944. Gut, dann ist meine Frage damit beantwortet, Herr Vorsitzender. Bitte schön. Sonst noch jemand? Keine Frage mehr. Dann bitte ich die Angeklagten einmal vorzutreten. Wer damals keine Brille trug, möchte die Brille absetzen. So, und nun, Frau Zeugin, bitte versuchen Sie mal, den Dr. Lukas wieder zu erkennen, den Sie damals gesehen haben. Habe ich noch irgendwo einmal gesehen? Ich habe ihn durch eine Woche oder 5, 6 geleden gesehen, toen hij naar Auschwitz ist geweest. Ich habe ihn also vor 5, 6 Wochen gesehen. Auf Fernsehen, Am Fernsehen, im holländischen Fernsehen, als er damals nach Auschwitz gegangen ist. Haben Sie ihn damals auch wieder erkannt oder ja. Haben Sie damals Ihr Gedächtnis erst wieder aufgefrischt? Habt ihr ihn auch erkannt oder habt ihr erst Ihre Erinnerung aufgefrischt? Nee, ich habe inderdaad erst meine Erinnerung aufgefrischt. Nicht vor den Namen, aber vor das Gesicht. Dus. Ich habe also mein Gedächtnis auffrischen müssen, nicht für den Namen, sondern für das Gesicht. Ja. Hätten Sie ihn, ohne dass Sie den Namen gehört hätten, nicht wiedererkannt? Hat ihr ihn nicht erkannt, indem ihr nicht seinen Namen hat gehört? Jawel, das Gesicht ist dus älter geworden, aber das ist mein eigenes Gesicht auch. Und es ist dus, ihr seht dus, dass es älter ist, aber ich erkannte dus ein sehr bekanntes Gesicht darin. Jawohl, ich hätte es erkannt. Ich habe gesehen, dass es älter geworden ist, aber mein Gesicht auch. Aber das Gesicht kam mir sehr bekannt vor, die ganzen Gesichtszüge. Wenn keine Fragen mehr sind, bitteschön. Was war die nächste Entfernung, aus der Sie Dr. Lukas in Auschwitz gesehen haben? Uwer stond u van hem af het dichtst bij, toen u hem heeft gezien? Ja, dat is heel moeilijk. Ich kann keinen Abstand precies bepalen. Es war dus, unser Werkkamp lag dus hier, und ich werkte dus hier, und wir hatten dus Dag- und Nachtploegen. Und als ich dus Dagploeg had, und Nachtdienst had, dann habe ich dus overdag frei gehad. Und dann stond ich bei der Draht, oder ich stond ergens anders, und von die Abstand konnte ich ihn dus bekijken. Ja, das kann ich kann keine genaue Entfernung sagen, aber wir hatten zum Beispiel Tag- und Nachtschichten und als ich in der Nachtschicht arbeitete, konnte ich tagsüber ziemlich nah rangehen, zum Beispiel zum Stacheldraht stehen. Wenn keine Fragen mehr sind. Herr Präsident, Frau Zeugin, Sie sagten vorhin, Sie sind Mitarbeiterin beim holländischen Auschwitz-Komitee. Ist das so zu verstehen, dass Sie dort arbeiten oder sind Sie nur Mitglied oder... Arbeiten Sie dort stundenweise oder tageweise? Ich sage, dass du Medewerker im Auschwitz-Komitee bedingt, dass du da arbeitest.